Herzlich willkommen zu unserem Themenschwerpunkt Wellbeing. Diesmal ein Gespräch mit Herrn Professor Sascha Neumann über die Ergebnisse der vierten World Vision Kinderstudie und das Wohlbefinden von Kindern an Ganztagsschulen. Ein Podcast des Programms Ganztägig Bilden. Unseren heutigen Gesprächspartner, Herrn Professor Sascha Neumann, könnte man guten Gewissens als Experten für Kinder und Jugendliche bezeichnen. 2007 hat er an der Universität Trier in Erziehungswissenschaft promoviert. Anschließend hat er in der Schweiz an der Universität Fribourg gearbeitet, mit einem Forschungsschwerpunkt zur Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Dort leitete er als Forschungsdirektor auch das Universitäre Zentrum für frühkindliche Entwicklung. 2017 wurde er als Professor für frühkindliche Bildung und Kindheitsstudien an die Universität von Luxemburg berufen, wo er noch heute arbeitet. Gemeinsam mit der Professorin Sabine Andresen war Herr Professor Neumann außerdem für die vierte World Vision Kinderstudie verantwortlich, die 2018 erschienen ist. Die World Vision Kinderstudie wird seit 2007 im Auftrag des gleichnamigen Kinderhilfswerks World Vision durchgeführt. Sie befragt Kinder zu ihrer Lebenswelt und erhebt zum Beispiel, welche Wünsche, Sorgen und Ängste haben Kinder, wo fühlen sie sich ernst genommen und wo können sie sich beteiligen. Die Studie soll ein repräsentatives Bild von der Lebenssituation, den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der Kinder in Deutschland zeichnen. Sie widmet sich außerdem wechselnden Schwerpunkten wie Familie oder Flucht. Für die vierte World Vision Kinderstudie wurden 2500 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren befragt. Herr Professor Neumann, ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen konnten. Zum Einstieg gleich mal ganz salopp gefragt, wie geht's denn den Kindern in Deutschland? Geht's denen gut? Ja, zumindest geben 93% der Kinder unserer repräsentativen Studie an, mit ihrem Leben sehr zufrieden bzw. zufrieden zu sein. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und dieser Wert ist auch über die letzten Jahre hinweg stabil gewesen, bzw. hat sich sogar leicht nach oben noch verschoben. Generell aber muss man auch einräumen, dass Kinder solche Fragen nach der Zufriedenheit oder der allgemeinen Lebenszufriedenheit ohnehin eher positiv beantworten. Deswegen sollte man diesen Befund nicht zu stark gewichten. Und bei der Zufriedenheit zeigen sich auch deutliche Unterschiede, je nachdem, aus welcher Schicht ein Kind kommt. Also Kinder aus der Unterschicht oder aus der unteren Mittelschicht äußern sich nämlich nur zu 26% lediglich neutral oder sogar auch negativ im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit. Also hier ist deutlich zu unterscheiden, aus welcher Schicht ein Kind kommt und wie dann die Lebenszufriedenheit jeweils eingeschätzt wird. Ich habe ja gelesen, dass die World Vision Studie wollen den Kindern ja eine Stimme geben, den Kindern in Deutschland. Mhm. Und was hat denn dazu geführt 2007, dass die Studie zum ersten Mal durchgeführt wurde? Und was heißt das denn überhaupt, den Kindern dann eine Stimme zu geben? Ja, also vorrangiges Ziel der Initiation dieser Studie 2007 war eigentlich vor dem Hintergrund zu sehen, dass hier eine Forschungslücke gefüllt werden musste. Das heißt, wir hatten in Deutschland im Grunde genommen für diese junge Altersgruppe der 6- bis 11-jährigen Kinder kaum auf empirischen Daten basierte Aussage oder Befunde zu den Lebensverhältnissen und den Lebensumständen. Und das nahm man zum Anlass, um einen solchen Survey ins Leben zu rufen, und angeknüpft und orientiert hat man sich dabei an den sehr bekannten Shell-Jugendstudien, die ja für die 12- bis 25-Jährigen schon seit Jahren für Deutschland Forschungsdaten und Erkenntnisse zu den Lebensverhältnissen liefern. Das war sozusagen der Hintergrund. Und eine Stimme geben bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man eine öffentliche Aufmerksamkeit dafür erzeugen will, wie die Lebensverhältnisse von Kindern gestaltet sind in Deutschland, welche Erfahrungen Kinder auch machen in ihrem Alltag, wie zufrieden sie sind, wie gut es ihnen geht, und damit vor allem auch politische Entscheidungsträger und Fachpersonen aus dem pädagogischen und sozialen.
sozialen Feld zu erreichen. Ich denke, das ist die Hauptintention. Das heißt, man spricht gewissermaßen advokatorisch oder anwaltschaftlich für Kinder und trägt sozusagen ihre Erlebnisse und Einschätzungen in die Öffentlichkeit. Die Studie wird seit 2007 durchgeführt. Konnten Sie Änderungen feststellen? Also hat sich an dem Wohlbefinden der Kinder was verändert im Laufe der Jahre? Das ist eine interessante Frage. Also die kann man auf zwei unterschiedliche Arten beantworten. Ich denke, auf den ersten Blick, also bezogen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit, hat sich in der Tat seit 2007 nicht so wahnsinnig viel verändert. Also wir haben immer noch einen sehr hohen Anteil an Kindern, die sehr zufrieden bzw. zufrieden mit ihrem Leben ist. Allerdings zeigen sich doch deutliche Verschiebungen im Detail, und zwar je nachdem, wie genau man sich die Ergebnisse auch anschaut in den einzelnen Bereichen, die wir immer wieder abfragen, nämlich so zum Beispiel die Lebensumstände in den Familien, bezogen auf die Schule, bezogen auf die Freizeit von Kindern und die Freizeitgestaltung. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail erörtern. Ich kann aber ein paar Beispiele geben, um zu verdeutlichen, was ich meine. Ja. Also einerseits kann man sehen, bezogen auf die Familie, dass heute, wenn man das mit 2007 vergleicht, immer mehr Kinder in immer vielfältigeren Familienformen aufwachsen. Und zwar Familienformen, bei denen beide Elternteile auch erwerbstätig sind. Das heißt, umgekehrt sieht man, dass der Anteil an Kindern, die in einer Familie aufwachsen, in der nur ein Elternteil erwerbstätig ist, deutlich rückläufig ist und seit 2007 um 14% auf heute 28% gefallen ist. Also das Ein-Ernährer-Modell, das ja lange Zeit in Deutschland auch in der Familienpolitik dominant war, nämlich in den 50er, 60er und auch noch 70er Jahren, ist deutlich rückläufig und Kinder erleben sozusagen ihre Eltern in der Regel als erwerbstätige Eltern. Ein anderer Punkt, auf den wir dann auch später sicher noch zu sprechen kommen, ist, dass immer mehr Kinder Ganztagsangebote der Bildung und Betreuung besuchen. Also heute liegt der Anteil beim Ganztagsschulbesuch bei 30% oder leicht darüber und 2007 war das noch 13%. Also auch hier sieht man in einer vergleichsweise kurzen Zeit einen doch sehr deutlichen Anstieg bezogen auf den Ganztagsschulbesuch. Was man ebenfalls feststellen kann und was uns in der 2018er Studie auch nochmal beschäftigt hat, ein Detail, aber ein interessantes Detail, dass immer weniger Kinder mit Migrationshintergrund zu Hause die deutsche Sprache sprechen, beziehungsweise immer mehr Kinder zu Hause mit Migrationshintergrund zu Hause die Muttersprache der Eltern sprechen. Also hier ist der Anteil der Kinder, die zu Hause hauptsächlich die Muttersprache der Eltern sprechen, von 35% auf 41% gestiegen seit der letzten Studie 2013. Ja, das ist ja unter Bildungsgesichtspunkten durchaus relevant, wenn man davon ausgeht, dass man Deutsch eben auch lernt, indem man es privat spricht und nicht lediglich in der Schule. Bezogen auf Freizeit und Freundschaften, auch ein interessantes Detail, sieht man, dass sozusagen das Element in der Freizeit die eigenen Freunde treffen oder sehr häufig treffen, rückläufig ist. Also 2018 sagt nur noch 56% der 8- bis 11-jährigen Kinder, dass sie in der Freizeit ihre Freunde sehr oft treffen. 2007 waren das noch 68%. Ja. Und dazu passend beobachtet man eine andere Verschiebung, dass immer mehr Kinder angibt, ihre Freunde online zu treffen. Also nicht face-to-face, sondern online. Hier sind besonders die älteren Altersgruppen interessant, also die 10- bis 11-Jährigen, die im Internet nachweisbar aktiver sind als die Jüngeren, also die 6- bis 7-Jährigen zum Beispiel. Die geben nämlich sozusagen mittlerweile fast zur Hälfte an, dass sie ihre Freunde auch mehrmals in der Woche online treffen. Und vor vier Jahren waren das dann nur 21%. Also dieser Wert hat sich mehr als verdoppelt in 4 Jahren, was verdeutlicht, wie sehr sozusagen das Internet auch die Beziehungsgestaltung von Kindern heute schon beeinflusst. Ja. Bezogen auf Veränderungen, nachdem Sie gefragt haben, seit 2007, sollte man aber nicht aus Acht lassen, dass es bemerkenswert oder vielleicht gar auch alarmierend ist, was sich seit 2007 nicht fundamental verändert hat.
Und da kann ich zwei Beispiele anführen, die meiner Meinung nach auch Aufmerksamkeit verdienen, weil sie auch verdeutlichen, wie wirkungslos oder vielleicht auch tatenlos die Politik in bestimmten Belangen in den letzten 11 oder 12 Jahren auch gewesen ist. Ja. Ein Aspekt betrifft Kinderarmut. Also wir stellen fest, dass sich sozusagen 2018 ein Fünftel der Kinder unter konkretem Armutserleben betroffen ist, also Mangelerfahrungen äußert in den Interviews. Ein Fünftel heißt also 20%, und wenn man andere Studien zur Rate zieht, unter auch unsere früheren Befunde, dann hat sich dieser Wert nicht verändert. Mhm. Ja, das heißt also, Kinderarmut konnte in den letzten Jahren nicht abgebaut werden und ist nach wie vor auf einem für ein reiches Industrieland hohen Wert. Und ein zweiter Aspekt, der auch in den letzten 19 Jahren, sag ich mal, die Debatten bestimmt hat, ist der ganze Bereich, Themenbereich Bildung und soziale Ungleichheit. Also auch da sehen wir, wie schon durch die PISA-Studien Anfang der 2000er Jahre, dass nach wie vor Kinder, die in sozioökonomisch weniger privilegierten Haushalten aufwachsen, deutlich seltener Gymnasien besuchen oder auch deutlich seltener das Abitur als Schulabschluss anstreben. Also auch hier in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren wenig verändert, trotz auch einer Reihe von politischen Initiativen, die dort vorangebracht worden sind. Ja, das ist wirklich interessant. Und auf das Thema Ganztagsschulen wollen wir wirklich gleich nochmal zurückkommen, weil darum geht es ja bei uns auch hauptsächlich. Was mir jetzt gerade so spontan noch eingefallen ist, dass also die Veränderung zum Beispiel, dass Kinder weniger ihre Freunde nachmittags treffen, kann das nicht zum Beispiel auch mit den Ganztagsschulen zusammenhängen, dass sie sowieso bis nachmittags um 4 mit ihren Freunden zusammen sind? Mhm. Ja, ich denke, das hängt sicher auch damit zu tun, dass Kindheit heute als Schulkindheit oft eine Ganztagsschulkindheit ist. Ja. Mhm. Zumindest, dass dieser Wert sehr stark ansteigt. Aber man darf nicht sich zu dem Schluss verleiten lassen, dass Kinder weniger Freundschaften hätten, nur weil sie Ganztagsschule besuchen. Das stimmt so nicht, sondern was wir zeigen können, ist sogar das Gegenteil, dass Kinder, die Ganztagsschulen besuchen, häufiger über einen sehr großen Freundeskreis verfügen, was wiederum unterstreicht, dass Schule einfach auch ein Ort ist, um Freundschaften zu schließen. Aber der Rückgang bei den Kindern, die privat, also in der Freizeit, ihre Freunde treffen und auch bezogen auf die Freizeitgestaltung, der hat sicher damit zu tun, dass wenn ich länger in der Schule bin, natürlich meine Freunde dann eben nicht draußen auf der Straße oder im Park oder auf dem Spielplatz treffe. Ja. Mhm. Bevor wir jetzt uns nochmal dem Thema Ganztagsschule widmen, würde ich gerne nochmal über den Begriff Wellbeing sprechen. Oder das Konzept vielleicht besser gesagt. Wir haben zu Beginn unseres Themenschwerpunktes auf dem Portal mal Passanten in Berlin gefragt, was sie unter dem Begriff verstehen. Und viele hatten davon noch gar nichts gehört, konnten sich aber zumindest so ein bisschen was vorstellen darunter, nämlich, dass es einem gut geht, man keinen Stress hat, positiv denkt oder dass man gesund ist und finanziell abgesichert ist. In der Wissenschaft gehört zu Wellbeing ja auch immer mehrere Faktoren dazu. Und es gibt verschiedene sogenannte Mehrfaktorenmodellen von verschiedenen Wissenschaftlern. Ich wollte Sie jetzt mal fragen, mit welchem Konzept von Wellbeing Sie gearbeitet haben bei der World Vision Studie? Ja, also wir unterscheiden uns da nicht grundsätzlich sozusagen von der wissenschaftlichen Debatte, sondern knüpfen daran an, weil wir Wellbeing oder Wohlbefinden auch als ein, so nennt man das dann in der wissenschaftlichen Fachsprache, multidimensionales Konstrukt auffassen, in das unterschiedliche Indikatoren eingehen. Also das ist auch der Vorteil des Konzepts, dass man eben nicht nur sich auf einen Lebensbereich konzentriert oder eine Dimension von Wohlbefinden, Wohlergehen, sondern unterschiedliche Bereiche miteinander relationieren kann. Und bei uns gehört auch, wie in anderen Untersuchungen dazu, die materielle Lage. Also ich habe das eben ja verdeutlicht, am Armutserleben von Kindern gibt es Mangelerfahrungen. Bei uns gehört der Bildungsaspekt dazu, weil es für Kindheit halt sehr prägend ist. Ja, also welche Bildungschancen habe ich, wo sehe ich mich, wie schätze ich meine eigene Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Schule ein, erfordert die mich oder macht mir das Spaß? Es gehört aber auch die Familiensituation dazu, gesundheitsbezogene Aspekte.
Qualität von Beziehungen und Freundschaften. Habe ich viele Freunde, habe ich gute Freunde, ja, fühle ich mich aufgehoben. Aber auch der Aspekt Partizipation und Mitbestimmung, kann ich in Fragen, die mich betreffen, mitbestimmen, meine Meinung äußern, werde ich ernst genommen, was gerade für Kinder, die ja jünger sind als Erwachsene, oft sozusagen ausbaufähig ist. Also der ganze Aspekt auch Partizipation in der Schule oder in der Familie, im Freundeskreis. Aber auch der Aspekt Sicherheit, ja. Also werde ich gemobbt in der Schule, ja. Habe ich Angst davor, Opfer von einer Gewalttat zu werden oder bestohlen zu werden. Das sind Aspekte, die aber auch durchaus für Erwachsene relevant sind, in ihrem eigenen Lebensumfeld. Ja. Also ein multidimensionales Konstrukt, das versucht unterschiedliche Lebensbereiche, Schule, Familie, Freizeit, aber auch unterschiedliche Erfahrungswirklichkeiten von Kindern zu thematisieren. Und bei uns ist eben die Besonderheit in der World Vision Studie, dass wir das nicht an objektivierten Indikatorenkatalogen analysieren, entlang solcher sozusagen Indikatoren, sondern dass wir die Kinder selbst direkt befragen. Das ist zwar immer noch indikatorengestützt, aber wir beziehen unsere Informationen, indem wir Kinder direkt im häuslichen Umfeld befragen und wir befragen nicht ihre Eltern. Und wir werten nicht vorwiegend vorhandene Sozialstatistiken aus. Das ist also ganz wichtig, weil wir damit sozusagen der Selbsteinschätzung der Kinder im Hinblick auf ihre Lebenslage eine ganz hohe Bedeutung zuweisen. Dann haben Sie eigentlich meine nächste Frage schon so gut wie beantwortet. Also können Sie uns den Hauptgrund nennen, warum Sie mit diesem Konzept arbeiten? Also möchten Sie da noch was hinzufügen? Oder ist das ja, schon? Ja, also ich kann das nochmal vielleicht ein bisschen pointieren, um auf Ihre Frage direkter zu antworten. Also der Hauptgrund, warum wir damit arbeiten, ist eben, dass das Wellbeing-Konzept es ermöglicht, unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und unterschiedliche Erfahrungsebenen mit einzubeziehen. Ja. Also das ist dann nicht einfach nur Bildungsforschung, wo es um Schulerfolg von Kindern geht, ja, wie bei PISA zum Beispiel, ja. Oder Familienforschung, wo es darum geht, wie verändern sich Familienverhältnisse, sondern wir versuchen, die zentralen Lebensbereiche mit zu erfassen, um damit ein umfassenderes Bild auch davon zu zeichnen, wie die Lebensumstände von Kindern sich gestalten. Und wir orientieren uns dabei entlang von Orten, wo Kinder sich vorwiegend aufhalten, also Familie, Schule, Freizeit, aber auch im Hinblick auf Beziehungen, die sie haben, zu Freunden, zu Familie, zu den Eltern, zu Lehrpersonen. Ja. Und versuchen somit ein vielfältigeres, umfassenderes Bild über diese Lebensumstände zu bekommen. Ja, wir haben es ja jetzt schon mehrmals gesagt, die World Vision Schule ist keine Studie, die sich nur um Schulen dreht oder um das Leben von Kindern in der Institution Schule. Trotzdem wollen wir uns jetzt nochmal über Ganztagsschule und die World Vision Studie unterhalten. Und da wollte ich Sie als erstes mal fragen, welche Rolle spielt überhaupt Schule in der Studie und in den Fragen, die Sie den Kindern stellen? Also für uns ist Schule nur ein Teilbereich, den wir befragen, weil wir versuchen, da variabler zu sein. Aber es ist völlig klar, dass Schule für uns ein sehr, sehr wichtiger Themenbereich ist in der Studie, weil Kinder eben sehr viel Zeit in der Schule verbringen. Ja, deswegen hat Schule im Alltag von Kindern eigentlich eine zentrale Rolle. Und man muss davon ausgehen, dass das Wohlbefinden insgesamt sehr eng auch damit zusammenhängt, wie wohl ich mich in der Schule fühle. Ja, das kann man einfach gar nicht außer Acht lassen. Das wäre ähnlich, wie wenn man bei Erwachsenen nach der Zufriedenheit mit der Arbeitsumgebung und dem Arbeitsplatz fragt. Ja, das würde man auch nicht außen vor lassen. Da ist es immer wieder interessant, auch zu sehen, dass natürlich, was in der Schule passiert, auch in Relation steht zu zum Beispiel auch zu Freizeit. Also wenn Schule der Ort ist, an dem ich hauptsächlich meine Freunde kennenlerne, dann hat Schule auch sozusagen einen bereichernden Effekt auf meine Freizeitmöglichkeiten wiederum. Nicht nur einschränken, ja. Aber man muss natürlich auch danach fragen, inwiefern Schule und der Arbeitsdruck und Leistungsdruck, der in der Schule herrscht, über die Zeit hinweg möglicherweise es verhindert, dass ich überhaupt noch Freizeit habe. Insofern geht es immer auch um diese Verhältnisklärungen, zu schauen, also was macht Schule im Leben von Kindern aus und
Gibt es auch Grenzen der beschulten Kindheit oder ist Schule sozusagen so, dass die Lebenswelt der Kinder komplett kolonialisiert? Und das kann man natürlich über die Zeit hinweg anhand bestimmter Indikatoren immer wieder versuchen abzuschätzen, wie das ist. Ja. Und das macht Schule als sozusagen Themenschwerpunkt der Studie auch besonders interessant. Und mit der Ganztagsschule gibt es halt eben wirklich, also bezogen auf die deutschen Verhältnisse, ja auch in den letzten Jahren eine starke Veränderung, weil traditionell eben Schule in Deutschland nicht eine Ganztagsschule war, zumindest für die allermeisten Kinder nicht. Und damit ein neues Moment der Institutionalisierung von Kindheit einfach hinzukommt. Und das beeinflusst das Leben der Kinder natürlich im Kern auch. Können Sie uns die zentralen Ergebnisse der Studie im Hinblick auf Ganztagsschule hier darlegen? Mhm. Ja, also um das mal an ein paar wenigen, aber aussagekräftigen Punkten zu verdeutlichen. Also einerseits gilt es festzuhalten, Ganztagsschule wird für immer mehr Kinder zu einem selbstverständlichen Teil ihres Aufwachsens und ihrer Lebensumstände, weil immer mehr Kinder Ganztagsschule besuchen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wenn man Kinder danach fragt, was sie denn eigentlich machen wollen am Nachmittag, also nach der Schule oder in der Ganztagsschule, sieht man deutlich, Kinder wünschen sich nicht noch mehr Unterricht. Ja. Mhm. Sondern Kinder wünschen sich dann auch bezogen auf die Ganztagsschule eine abwechslungsreichere Gestaltung des Schulalltags, also etwa in der Form von Sportangeboten oder künstlerisch-musischen Angeboten. Das heißt, sie wollen unter keinen Umständen mehr Unterricht. Es gibt aber doch eine größere Gruppe von Kindern, die sich von der Ganztagsschule auch Unterstützung bei den Hausaufgaben wünscht. Mhm. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Also gerade unter Kindern mit Migrationshintergrund, die antizipieren wohl sozusagen, dass sie eben selbst auch Nachholbedarf haben oder Förderbedarf haben, um schulische Anforderungen zu erfüllen, wünschen sich durchaus auch Hausaufgabenbetreuung. Ja? Das schließt sozusagen, also Unterricht zwar nicht, aber Hausaufgabenbetreuung. Ja? Ja. Da muss man sehr differenziert hinschauen. Dann bezogen auf so einen Aspekt im Hinblick darauf, wen erreicht die Ganztagsschule eigentlich und kann sie ihre politische Zielsetzung nur Chancengleichheit im Bildungssystem zu verbessern, kann sie dieses Ziel erreichen, fällt auf, dass sozioökonomisch weniger privilegierte Kinder nicht häufiger die Ganztagsschule besuchen als sozioökonomisch privilegiertere. Ja? Also es ist vielleicht ein Problem, dass man sagen muss, eine bestimmte Zielgruppe, die auch besonders angesprochen ist, um hier für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem zu sorgen, wird nicht besser oder mehr erreicht als die, denen es ohnehin schon privilegiert sind. Mhm. Das ist vielleicht bedenkenswert, gerade wenn man sich von der Ganztagsschule verspricht, dass sie Bildungschancen ausgleichen kann. Dann anderer wichtiger Befund, und zwar im Hinblick darauf, dass man ja sagen könnte, oh, die Ganztagsschule, dann werden Kinder den ganzen Tag beschult und sie haben überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, andere Freizeitaktivitäten in Anspruch zu nehmen. Das stimmt nicht. Ja, also das zeigt sich nicht. Also man kann nicht sagen, die armen Kinder, die Ganztagsschule besuchen, die können jetzt nicht mehr in den Sportverein gehen. Das kann man so nicht nachweisen. Ne? Also es gibt keine Konkurrenz zwischen Ganztagsschule und anderen Freizeitangeboten. Dann der Aspekt, das habe ich aber bereits erwähnt, dass Kinder, die Ganztagsschulen besuchen, deutlich häufiger über einen größeren Freundeskreis berichten. Ja, also offenbar ermöglicht es die gelockerte Taktung der Ganztagsbeschulung, doch auch ermöglicht Freiräume, in denen es dann möglich ist, wiederum, oder in denen es besser möglich ist, auch Freundschaften zu schließen und Beziehungen zu knüpfen. Wenn wir uns die Ergebnisse jetzt mal angucken im Hinblick auf Wellbeing, ne, dann sehen wir ja, dass manche Punkte durchaus positiv beantwortet sind, wie zum Beispiel das mit den Freundschaften, dass Kinder an Ganztagsschulen mehr Freunde haben. Ich habe allerdings auch gelesen, dass sich das, also als Ergebnis ihrer Studie, dass Kinder, dass sie die Möglichkeit auf Mitbestimmung eher gering einschätzen. Das sind ja sich widersprechende Ergebnisse jetzt in Bezug auf Wellbeing. Welche Schlüsse können wir denn jetzt daraus? Ja, da muss man vielleicht auch nochmal präzisieren. Also was wir festgestellt haben, ist,
dass die Schule der Lebensbereich ist, an dem die Kinder am wenigsten Mitbestimmungsmöglichkeiten haben im Vergleich zur Familie oder im Vergleich zu der Peer Group, also zum Freundeskreis. Hier muss man aber sehen, dass Kinder, die Ganztagsschulen besuchen, etwas häufiger über Mitbestimmungsmöglichkeiten berichten als Kinder, die eine Halbtagsschule besuchen. Das heißt, die Ganztagsschule schafft für Mitbestimmungsprozesse offenbar schon günstigere Bedingungen. Also Kinder dort dürfen dort häufiger etwa über Klassenregeln mitbestimmen. Ja, aber dennoch ist das alles verbesserungswürdig, ja, weil nur 30% der Kinder zum Beispiel angeben, sich von ihren Klassenlehrerinnen und Lehrern ernst genommen zu fühlen. Dieser Wert ist bei Eltern deutlich höher. Ja. Ja. Das bedeutet, wenn man das jetzt bezogen auf Wellbeing, das war Ihre Frage, versucht Schlüsse daraus zu ziehen, dass man eigentlich sagen müsste, wenn Kinder jetzt noch mehr und noch länger in der Schule sind, dann ist dringend darauf zu achten, dass auch die Mitbestimmungsmöglichkeiten sich verbessern. Ja. Also dass Schule mehr Wert legt darauf, auf Mitbestimmung und Selbstbestimmung von Kindern, wenn sie noch länger Kinder beschult. Ja. Das wäre die Schlussfolgerung oder eine pädagogische, politische Forderung, die man an dieser Stelle, oder auch kinderrechtliche Forderung, ja, muss gar nicht pädagogisch sein, kinderrechtliche Forderung, die man formulieren könnte. Ja. Dazu passt meine letzte Frage eigentlich auch ganz gut, wie jetzt mit diesen Ergebnissen weitergearbeitet werden kann und was die Ergebnisse der Studie für die Schulentwicklung bedeuten. Ja, also für uns als Forscherinnen und Forscher, die Kindheitsforschung betreiben, ist der Job in der Regel ja dann beendet, wenn wir die Studie publiziert haben. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir natürlich ein großes Interesse daran haben, auch im Sinne der Kinder, dass diese Ergebnisse breit rezipiert werden und auch von Fachpersonen, die mit dem Feld Schule zu tun haben, dieses Feld gestalten, ernst genommen werden. Und deswegen beteiligen wir uns ja auch an vielen Veranstaltungen, wo Fachleute aus dem Schulbereich mit angesprochen werden. Und dazu gehören ja auch die Veranstaltungen, die von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung initiiert werden, bezogen auf die Ganztagsschulentwicklung. Ja. Aber wir haben natürlich keinen direkten Einfluss darauf, inwieweit die einzelnen Schulträger jetzt diese Ergebnisse ernst nehmen oder nutzen, um konzeptionell Ganztagsschule weiterzuentwickeln. Das ist sozusagen eigentlich dann die Kluft zwischen sozusagen Forschung und Praxisentwicklung, die an der Stelle zu Schwierigkeiten führt. Aber wichtig ist dennoch sozusagen, und das sind ja relativ klare und einfache Botschaften, die man formulieren kann, die auch von anderen Studien wie der Steg-Studie auf Ganztagsschule bezogen schon bestätigt worden sind, ist es relativ einfach, wenn ich eine Ganztagsschule konzipiere, zu sagen, okay, Ganztagsschule heißt nicht Ganztagsunterricht. Ja. Das ist ein relativ simples Prinzip. Ich brauche andere Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die ich in der Schule selber von den Ressourcen her oder Kompetenzen her vielleicht nicht bereitstellen kann. Deswegen brauche ich eine Kooperation mit örtlich nahen Vereinen, Verbänden, Musikschulen und so weiter, um das Angebot des Ganztags zu bereichern. Und die Partizipationsmöglichkeiten, da ist dann sozusagen der Appell an die einzelnen Lehrkräfte, das zu ermöglichen und im Alltag zu implementieren, dass die Kinder auch die Chance haben, als Akteure des Schulalltags in Erscheinung zu treten und nicht nur als zu unterrichtende Schülerinnen und Schüler. Ja, danke Ihnen für dieses Gespräch und für die sehr interessanten Antworten. Dieser Beitrag ist im Rahmen des Programms Ganztägig Bilden entstanden. Ganztägig Bilden ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert aus den Mitteln der Bundesländer mit Unterstützung der Stiftung Mercator Deutschland.